Gewürze sind was Tolles, das kann ein Gericht wunderbar herausbringen und auch aus einem Produkt, aus einem einfachen Produkt was Tolles machen. Aber auf der anderen Seite kannst du natürlich mit einem Gewürz, was ein starkes Eingeschmack hat, kannst du auch ein Gericht kaputt machen. Ich bin in einem Bauernhof groß geworden zwischen den Tieren. Wir hatten Gemüse angebaut, wir hatten Obstplantagen gehabt, wir haben Walnussbäume gehabt, wir haben Hülsenfrüchte angebaut. Und dann habe ich gesagt, das kochst du auch so gerne. Mach doch mal einfach ein Kochbuch, so wie du gerne kochst, was sehr leicht nachzukochen ist, sehr viele Rezepturen beinhaltet, von vegetarisch bis zum Fleisch, Fisch, Mäse, Dessert, alles dabei. Und es sind wirklich, die Rezepte wollte ich bewusst einfach halten, damit die Leute Mut haben, um aus dem Buch nachzukochen. Und das ist auch eine Küche, die ich auch selber sehr gerne esse. Sie ist leicht, sie ist kreativ, sie ist saisonell gehalten und auch nicht teuer und auch sehr gut, also teuer meine ich von Produkten her, und auch sehr gut und auch sehr einfach nachzukochen. Wir dürfen jetzt nicht die Mittelmeerküche nur mit Italien, Provence und Griechenland oder Spanien in Verbindung bringen. Die Mittelmeerküche ist auch auf der anderen Seite, wenn man Libanon nimmt, wenn man Israel nimmt, wenn man die Türkei nimmt, wenn man Ägypten nimmt. Und wenn man da die Komponenten nimmt und da die Currymischungen oder die Gewürzmischungen super einsetzt, natürlich mit Gefühl, dann kommt da sehr schöne, gute Kreation raus. In der Aromenschule erkläre ich ja auch die einzelnen Zutaten, die Gewürze, die Kräuter, dass die Leute also so einen Anhaltspunkt haben, welche Produkte oder welche Komponenten sie miteinander verbinden können. Und von daher möchte ich die Leser oder die das Buch kaufen, auch so ein bisschen durch meine Aromenschule führen, eher, dass sie auch ein bisschen mehr Mut haben zum Würzen und auch mal was Neues ausprobieren. Das schadet ja auch nicht.